Ich finde die Erzählung so toll. Ich finde die Erzählung voller Geheimnis. Die Sehnsucht nach Liebe ist drin. Tod, Mord, Gewalt. Der ganze Krempel. Also es ist zwischen Charlies Tante und Tatort und großes, großes Shakespeare-Theater. Wow! Was wollt ihr? Nur ein Bett zum Schlafen. Und was zu essen. Und Wein. Wir sind total überfüllt. Ausgebucht. Ausverkauft. Seht ihr doch. Macht, dass ihr wegkommt. Das Wirtshaus im Spessart, ich empfinde das immer so als Sikomatik. Also so ein Topf, da gibt man alle Ingredienzien ein und dann macht man zu und dann kocht die ganze Sache, bis es überquillt. Ich werde euch ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnt. Gebt uns die Dame heraus. Gut will ich. Die Dame? What? Wir denken nicht daran. Und da treffen sich alle, die sich lieben, da treffen sich alle, die kein Geld haben, da treffen sich alle, die das Geld stehlen, da treffen sich alle, die morden wollen und da treffen sich auch alle, die leben wollen. Und das alles zusammen in diesem Sikomatik, das ist das Wirtshaus im Spessart. Oh, mein Vater! Oh Gott, Mutter! Ich bin entkommen! Entkommen von was? Na, von den Räubern! Mein armes Kind! Das ist mein armes Kind! Wie siehst du überhaupt aus? Aber ihr müsst 20.000 Gulden schicken! Wie viel? Ich glaube, in diesem gibt es keinen Kern. In diesem Stück gibt es nur den Kern, mit wie viel Fantasie man überlebt. 20.000 Gulden! Das ist meine ganze Mitgift! Solche Vorschläge sollen wir uns unterbreiten lassen? Ich zähle jetzt bis drei! Und ich zähle bis drei! Wenn sie da nicht mitkommt, brennen wir das ganze Wirtshaus nieder! Diese Hunde! Ein Waffenstillstand, 3 Minuten. Einverstanden! Es ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe für heute. Auch wir brauchen viel Fantasie, damit wir überleben können. Und das Stück soll uns ein kleines Stückchen davon lehren. Einmal muss es doch geschehen, einmal muss gehen.